und dann, ja, und dann außerhalb des Jobs und sowas noch. Das ist, ach, alles schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Wenig Zeit, viel zu tun. Oder umgekehrt. Viel zu tun, wenig Zeit. Was? Viel zu Zeit, wenig tun. So, jetzt nochmal. Ah, jetzt klappt das auch. Na, 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 na! Na, 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 na! Puh! So, jetzt kann ich mich hier auch weiter bewegen. Kann mich auch hier auf den Zeiger... Ich kann denen auf den Zeiger gehen. Ich bin ein Künstler. Das bedeutet, dass ich in einer perversen Fantasiewelt mit unrealistischen Erwartungen lebe. Ja, das ist eine... Das ist eine sehr gute Beschreibung dafür. Ich verstehe aber nicht, was das mit der Handvoll jetzt da mit diesem Stern zu tun hat. Kann mir das mal einer erklären? Du stehst auf dem Zeiger. Wie nennt man einen Zeiger sonst? Zeiger? Beziehungsweise wie werden die Dinger... Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Arm? Arm. Yeah. Du standest auf der Zeigerspitze, was normalerweise eine Hand dann ist. Hm. Eine Hand voll. Das verstehe ich trotzdem nicht. Okay. Macht aber nichts. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein. Und was haben wir noch? Tic-Tac-Silbersterne. Ja, natürlich. Es gibt ja immer nur die Silbersterne. Wenn alles andere fehlt, bauen wir Silbersterne ein. Weil das ja so originell ist. Content-Strecker! Ja. Die ganzen zusätzlichen 30 Sterne sind alle Content-Strecker, würde ich sagen. Das Schlimmste an Silberstern. Oh Gott, was? Oh mein Gott, das ist ein Silberstern runtergefallen. What the fuck? Ja, sammeln Sie ein. Schnell, beeil dich. Ja, ich will ja. Komm schon. Was denn da los hier, ey? Kommen einfach runter hier und sind und die fliegen hier rum. Cool, aber Hilfe, können die auch wegfallen, wegfliegen? Können garantiert ganz runterfallen. Aber das ist echt geil, weil jetzt habe ich mal einen Stern mehr oder weniger umsonst bekommen. Jetzt muss ich sie nur noch alle behalten. Nur noch erreichen? Ja, ich muss dieses Ding erreichen und alle behalten dabei. Echt, du kannst die Dinger verlieren? Ja. Wenn du getroffen wirst? Ja. Jupp. Ah, der Zeiger allen hat an den Leighton'schen Finger. Und an den Phoenix'schen. Da gab's ja auch so eine tolle Stelle in Leighton vs. Ace Attorney. Das ist doch meine Pose! Dabei war es wirklich Phoenix-Pose, weil der war zuerst da. Ach genau, für die nächste Layton-Aufnahme. Schon mal im Voraus. Da wird es eine Folge geben, in der tatsächlich, weiß ich nicht, über 2 Minuten unglaublich krass über einen Soundeffekt gelacht wird. Das ist ein richtiger Lachflash. Also, wartet drauf, guckt's euch an und denkt euch, oh Gott, was sind das denn für welche? Die ganze Zeit darüber lachen. Warum tue ich mir das an? Weil dein Leben bedeutungslos ist. Oh nein. Oh Gott, jetzt verstehe ich, warum man die Sterne so früh kriegt. Problematisch ist ja, irgendwie hochzukommen, ohne getroffen zu werden. Na, weil es so problematisch ist, dann die wieder zu bekommen, wenn man einen verliert. Ja, dass wir den ganzen Weg runterhüpfen. Ja, so, wo war jetzt der Stern? Da drüben. Ah, da bin ich ja schon fast dran. Und ich hätte fast einen verloren, denke ich. Weil wegen Pfeilschaden. Na, ich weiß nicht, wie das ist, ob das dann wie mit den Mützen zählt oder nicht. Soll ich es mal ausprobieren? Nein.
bitte nicht. Dann kannst du ja ausprobieren bei einem. Oh Gott, jetzt muss ich da noch rüber. Level. Und zack, wir haben's. Gut, damit sind auch hier alle Sterne geschafft. Yeah. Was man, wenn man spielt, wenn man was spielt, tun muss. Was, wenn man spielt, tun muss, heute Pokémon, ein Pokémon. Oh nein, es. Oh nein, es. Sei genau. Da, nennen. Man nennt es oh nein. Es setzt Hyperstrahl ein. Ja. Oh nein, es entwickelt sich. Das habe ich gemacht, ja, in einem Let's Play. Ja. Okay, ich starte nochmal einen Versuch. Bei 69, nein, jetzt sind 96 Sterne. Saxido, Emmy rückwärts sprechen. Oh feier. Emmy rückwärts, das geht doch gar nicht. Ich kann gar nicht rückwärts. Oder es setzt Mega Flair ein. Junge. Dann nenne ich es aber Bahamut. Auch wenn ich so viele Powersterne verloren habe, kann ich nur Mario als Rivalen betrachten. Die anderen sind mir total egal. Und jetzt verschwinde. Ist ja gemein. Ich wette, dann komme ich nicht da hoch. Der Endlosgang. Ja. Übrigens, das, was man gerade hört, ich weiß nicht mehr, wie es genannt wird. Ich wollte jetzt schlau sein. Was hört man denn? Das ist so ein eine endlose Tonleiter. Ich weiß nicht, wie genau das Ding bezeichnet wird, aber ja, es klingt eigentlich so, als ob sie immer höher gehen würde, aber ab einer bestimmten Stelle geht sie eigentlich wieder von weiter unten los, aber da sind zwei Tonleitern simultan, deswegen merkt man das nicht. Ja, wie lange spielt Axido eigentlich? Schon seit ich ein Kind bin. Ich glaube, er wollte eigentlich wissen, wie lange du noch spielst. Ach so, oh. Tut mir leid. Mario versucht zum Niveau des Streams zu gehen. Das gibt es nicht. Wir sind niveaulos. Ja, genau. Moment. Moment. Das Niveau des Streams ist doch weiter oben. Also, er wollte weiter hochgehen, aber es ging ja nicht. Aber es ging nicht, weil wir niveaulos sind. Also, Ich gehe jetzt wirklich mal ein bisschen weiter runter, also Richtung Niveau. Wäre es mit dem Ace Attorney Anime? Es sind zwei Folgen draußen. Echt? Kenne ich gar nicht. Oh, da war ja was. Oh, und Paranoides Schneeherz ist eine Sie, tut mir leid. Jetzt muss ich doch mal schauen, wenn ich... Wo habe ich jetzt eigentlich... Ich gehe mal in das W rein. Wen kriege ich dann? Ah, Yoshi. Moment, bin ich nicht aber mit Mario da reingegangen? Oder mit Luigi? Endlich wurde ein Gag mal verstanden. Oh. So, ich wollte jetzt auf jeden Fall mit Yoshi weitermachen. Wir sind halt so ein bisschen schwer von Begriff. Schrecklich leid. Wir würden dir ja gerne dein Eintrittsgeld zurückgeben, wenn du welches bezahlt hättest, aber... Ja. Also wir nehmen gerne Eintrittsgeld an und dann reden wir nochmal über die Erstattung. Yoshis Eisskulptur. Klingt gut. Ach, hier kann ich mir ja jetzt auswählen, wer ich sein will. Also kann ich immer mit Yoshi spielen und dann bin ich gut dabei. So, jetzt brauche ich nur noch Wasser. Ah, den will ich. Ich will dich. Du brauchst Wasser, Feuer, Wind, Erde und Liebe. Liebe? Captain Planet, Held der Erde. Des Feuers, des Wassers und der Liebe. Macht dir nichts draus. Ich und der Co-Moderator vom letzten Stream haben einen weiblichen User auch als Mann bezeichnet. Mann, passiert sowas immer? Ach. Keine Ahnung. Weil im Internet gibt es keine Mädchen, Frauen. Oder alle Mädchen und Frauen sind in Wirklichkeit Undercover-Agenten. Im Internet sind wir alle geschlechtslos. Also sind wir alle S? Ja. Hoffentlich keine Horror-Clowns. Nein. Ich wurde weggeweht. Da gibt's... Ja, auch die Viecher fressen. Guck mal! Das ist ja niedlich. Mal davon abgesehen, dass ich keinen von denen haben will. Ich will nur ihre Münzen.
Ach nein, die haben, glaube ich, dann keine Münzen, wenn sie Hüte haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe Eintrittsgeld bezahlt. Gar nicht wahr. Wo ist das? So, und ja. Ah. Ich will dich zerstampfen. Was macht das, wenn man Late spielt? Voice Act. Was ist mit Voice Acting? Ja, mit Freunden Late spielt. Voice Act. Ja. Und das mache ich ja. Bitte, dem nächsten Stream passiert es dann zum vierten Mal. Was? Voice Acting? Nein, dass eine weibliche Zuschauerin als männlicher Zuschauer verkauft wird. Hm? Ah. Was war das denn für ein komisches Ding? Ah! Spring nicht weg! Geh nicht weg! Lass mich! Dich! Ah! Komm schon! Ah! Ah! Das wird nix! Ich find's ja lustig, dass sie Odins Eisenschneider auch Samatu genannt haben. Boah, hieß es Zen zu irgendwie sowas, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie es umbenannt. Eisenschneider fand ich viel lustiger. Ah! Ist ja schön, dass ihr da wieder drüber redet, aber... kann man Yoshi nicht mal eine warme Jacke geben? Der braucht keine, er ist ein Dino... Oh, Moment mal. Er ist ja ein Dinosaurier, ja, man sollte ihm lieber was Warmes geben. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, der braucht mal einen Schal. Das ist der schlimmste Boss im ganzen Spiel hier. Was ist der Schneemann? Nee, dieses Hüpfding. Endlich. Das ist ein Portemonnaie. Was für ein Portemonnaie? Ist das nicht ein Portemonnaie, was da rumhüpft? Ja, zumindest ein Reißverschluss. Ja, ich glaube, es gibt ja auch ordentlich Geld. Oh, dich mache ich platt. Die anderen gehen jetzt wieder. Vor allem diese komischen Fliegviecher. Oh nein. Stiefel, das ist genug. Oh nein. Ich will an die Münze. Merch. Am besten ein Aua, mein Schuh. Aua, mein was Schuh? Aua, mein Schuh. Schuhschuh? Schuhschuh. Was ist ein Schuhschuh? Keine Ahnung, muss wohl ein Insider sein. Ja, selbst einer, den ich nicht verstehe. Ich kenne meine eigenen Insider jetzt schon nicht mehr, weil andere Leute sie einfacher finden. Oder ein P-Panzer. Ein T-Panzer? Ein P-Panzer. Ein P-Panzer. Würde ich meinen. Ich würde jetzt so gerne ein Wort mit Yoshi und Shiba machen. Aber mir fällt keiner ein. Oh. Yoshiba? Ein Yoshiba. Yoshi muss dann Matu benutzen. Vorhin so. Auch weiblich gemacht. Ich fühle mich zwar auch so, zumindest gerade, aber eigentlich bin ich vom männlichen Geschlecht. Ja, aber Scarlett hört sich irgendwie ein bisschen weiblich an. Tut mir leid. Ja, ein bisschen. Ach so, Moment, das hätte ich dir sagen können, dass es das war. Also das. Ach ja, P-Panzer aus Late 3. Ah. Oh, Professor. Oh. Was sollen wir nur tun, Herr Professor? Ach, der Pro-Professor. Ja, den gibt's auch noch. Also, dann lass dir mal ein bisschen Merchandising eingefallen. Nein. Oh, ich meinte ein... Aua, mein Fußschuh. Ah, okay. Na. Diesmal komme ich durch, ha! Also lass dir ja irgendwie was mit Nike oder Adidas einfallen. Den Aua, mein Fußschuh. Die Aua, mein Fußschuhe, ja genau. Die passen nicht richtig. Oh nee. Wie komme ich denn hier eigentlich an 100 Münzen? Das wird schwierig, glaube ich. So ein Aua, mein Fußschuh hätte ich auch gut gebrauchen können. Hm. An meinem dicken Onkel am rechten schönen blauen Fleck unterm Zehennagel. Dein dicker Onkel. Was hat denn dein dicker Onkel mit deinen Füßen zu tun? Der hängt an meinem rechten Fuß.
Die ganze Zeit? Ja. Er ist einfach nicht los, egal was ich mache. tschüss. Oh, Bayer ist. Das ist doch nicht legal.